Falle, ne? Ah, mein Schild regeneriert hinterher. Und ich müsste eigentlich noch ein MK2-Schild haben, das bereit ist, einzuspringen. Alter Schwede. Können wir vielleicht doch mal den Laser testen? Also die normalen Laser. Wir haben keine Batterien mehr. Also kein Eisen mehr haben. Jada, jada, jada. Das ist doch doof. Okay, stopp. Beruhig dich, Chirurgon, beruhig dich. Was zuerst? Die 8 Solar Panels machen keinen Unterschied. Hau das Schild rein. Das füllt sich auf. Gut. Batterien. Batterien werden produziert, werden sie auch schnell produziert. Relativ. Aber es ging ja schneller mit noch schnelleren Modulen. Haben wir noch schnellere Module irgendwo auf Vorrat fertig? Die ganz schnellen, die wir schon können, noch nicht, aber die da. Genau, gib die mir. So. Die raus, die rein. Haben wir noch Beacons? Nö, ne? Oh, das braucht doch wieder alles wieder mehr Strom. Das ist okay. Füllt sich langsam auf. Wir haben aber auch die Solarenergie als kleinen Boost. Als inzwischen ziemlich großen Boost. Sind schon 10%. ...260 Eisenplatten und Kupferplatten pro Minute werden hergestellt und einen Verbrauch hätten wir von 500 noch was. Das ist doof. Doof, 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 doof. So, was als nächstes? Solar Panels und Akkus wollte ich. Batterien fehlen, ja okay. Hier brauchen wir keine Batterien für. Bau Solar Panels. Dafür wollte ich auch eine Maschine bauen. Ich glaube, ich hatte mich dagegen entschieden, weil wir zu dem Zeitpunkt halt kaum Ressourcen hatten. Hat sich jetzt aber langsam ein wenig geändert. Darüber sollte ich also wieder nachdenken. Vorher bräuchte ich allerdings Platz. Weil hier ist langsam Ende. Ja, das Ding können wir zuschütten. Den Wald baue ich noch. Wie viel Rubber haben wir? 1700. Das klingt erstmal viel, ja. Aber den Wald baue ich nicht weiter. Ich hätte gerne Platz. Alles ganz schön dicht gebaut. Also hier könnte ich noch so einen Solarpark bauen. Haben wir noch... Ja, machen wir das ein bisschen hoch, dass wir hier noch einen von denen hinsetzen können. Da. So und so. Und dann machen wir hier noch... Ja, das ist echt nicht viel. Ich glaube, du kannst weg. Du bist ja noch ein alter Ruport. Wie ist die Abdeckung jetzt? Wir haben da in der Mitte keine Abdeckung. Das ist völlig okay. Die müssen noch ans System angepasst werden. Das können wir später machen. Das heißt, hier kommen jetzt ein paar Solarzellen hin. Was jetzt nachts nicht so wirklich viel bringt, aber morgen früh könnte das die entscheidende Stromquelle sein. Und Akkus habe ich nur die MK1 Akkus gerade zur Verfügung. Ist mir jetzt aber egal. Oh, hier steht falsch. Momentan haben wir anscheinend einen Überschuss. Ja, und das will ich alles ausnutzen. Das muss alles gelagert werden bis zum nächsten Angriff. Hier ist dann der Schluss. Und dann bauen wir das noch so bis hier aus. Das ist so eine kleine Extrazelle. Das ist okay. So, mehr davon, mehr davon. Gut, 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 gut. Das kann, glaube ich, auch alles hier weg. Aber später, was sagt Strom? 2,5 Gigajoule, nur ein Ding wird vernichtet. Okay, ich denke, ich versuche jetzt noch einmal, die eine Basis zu stürmen mit noch zwei mehr Schilden. Also warte. Und noch mehr Exoskeletten.
Ich glaube, ein Exoskelett mehr sollte ausreichen, um vor den Elderbeitern wegzulaufen. Die waren hier hinten, die Bogen Engines. Da, gib mir. Noch einen davon. Bricht die Solarzellen bitte kurz ab. Und dann stelle ich jetzt die Laser-Shotgun-Munition her. Auch wenn es wieder teuer ist, aber ich werde nicht die beste nehmen. Und dann stürme ich die Basis da oben, nur für eine Weile Ruhe haben mit den Angriffen hier. Dann gucken wir mal weiter. Also ich brauche jetzt die teure, teure Maschine. Wo ist die? Da oben. Wow, Polished Rubies. Auch Raw Ruby. Hier. Nimm. Nimm mehr. Mach ganz viel davon. Nee, es geht nicht. Okay. Ich teste es jedes Mal wieder. So, und jetzt hätte ich gerne... Genau, Shotgun Battery. 7 Stück. Dürften bei weitem nicht so viel Schaden machen und nicht so viele Kugeln auf einmal wie die grüne, aber das ist dann halt so. Was haben wir da? 122 Türme schießen. Was sagen unsere Akkus? Die Akkus halten. Schön. Solarzellen hier. Brauchen wir dich da überhaupt? Sandmauern? Ernsthaft? Mach die mal irgendwo weg. Ja, wir brauchen dich eigentlich da, damit du ein Item-Kollektor damit der Item-Kollektor die Sachen markieren kann und die Roboter auch hinkommen, um es abzubauen. Also baue ich dich hier mal ein. Aber erst müssen die ganzen weg. Wir haben 222 Roboter, die nichts zu tun haben. Könnte da jemand mal was abholen? Danke. Gut. Weg mit dir. Weg mit dir. Und dann überlege ich mich hier drin mal ein Plätzchen dafür. Ja, es reicht nicht. Okay, es muss wirklich da rein. Das heißt, da müsste die Mitte sein. Ich kann außenrum eine Reihe von Solarpanels. Dazwischen halt die Akkus. Batterien? Fragezeichen? Ich sehe keine Batterien. Mist. Und die Schilder brauchen viel zu lange. Bau bitte erstmal die Munition. Die braucht auch lange. Es braucht alles zu lange. Spritzel. Ja, okay. Ich guck derweil nochmal kurz hier oben hin zu den Brennöfen. Die sind okay. Was sagt ihr? Ihr habt jetzt 100 Grad. Das ist sehr schön. Ich versuche nochmal die hier aufzustufen auf lila und hoffe, dass es auch 100 Grad bleibt. Und ich hätte dann gerne... Das ist doof. Das Ding hat nicht voll Wasser und das nicht und das nicht. Echt, das nicht. Wenn ich jetzt hier Pumpen dazwischen haue, macht das dann überhaupt einen Unterschied? Weil dann klaut das Ding ja dem Wasser und das Ding dem Wasser und dann haben wir hier fast gar kein Wasser mehr. Sehr komisch das Ganze. Und die hier arbeiten alle nicht. Aber das ist okay. Die arbeiten dann im Notfall eher. Das sollte ich so belassen. So, du bist bei 100 Grad, hast auch nicht genug Wasser. Brauchst also auch eine Pumpe. Brauchen alle hier Pumpen. Und da unten sollten wir dich auch ersetzen können durch bessere. So. Akkus sind voll. Proppe voll. Ich kann aber keine neuen Akkus bauen, weil nicht genug Batterien da sind. Einfach eine zweite Batteriefabrik. Spricht da irgendwas? Kein Eisen. Nee, keine zweite Batteriefabrik. Einfach dafür sorgen, dass das Ding hier durchgehend arbeitet. Das mache ich, indem ich die Dinger da einfach reinhaue. So. Also momentan schaut es so aus. Ich müsste jetzt tagsüber die Schmelzen anwerfen, weil wir tagsüber mehr Strom haben. Und sobald es Nacht wird, mache ich die aus. Das ist der Plan. So, die können übrigens immer so sein. Ich muss nur die hier abkappen. So, jetzt kommt mehr Eisen. Wir haben kein dreckiges Eisen mehr. Wir haben auch kein sauberes Eisen mehr.
Okay. Ja. Dich haben wir nämlich auch abgekapselt. Hier, mach das mal leer. Du bist super produktiv und super schnell. Swish, 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 swish. Gut. Ich starre noch eine Weile auf diese Zahlen hier. Einfach nur, um zu gucken, ob es wirklich der eine Drill schafft, komplett alles zu versorgen. Aber es schaut soweit sehr gut aus. Weil dann würde ich ja wirklich gerne bei dem einen bleiben, dass wir das Feld hier super duper produktiv abbauen. Okay, es braucht allerdings noch mehr Strom. Hält sich aber alles. So, hab ich Batterien über? Könnte mir jemand Batterien geben? Naja, weder Eisenplatten noch Kupferplatten noch Batterien tauchen in den oberen Reihen auf. Und auch unten nicht so wirklich. Mist. Könnte bitte jemand endlich den... Das mache ich dann halt. Alles muss man selber machen. Geh runter und töte. Töte den da. Seiner tollen... Warte. Der tollen neuen Shotgun. Gott, ist sie schlecht. Die Munition ist... Ja, nicht meckern, ist okay. Ein Magazin. Zwei Magazine. Drei Magazine. Für einen. Aber gut, das sollte ich eigentlich echt wirklich nicht machen. Weil ich verbrauche tierisch viel Strom bei der Produktion von den Dingern. Und das bisschen, was die Lasertürme gemacht hätten, das, nee. Oder die Ressourcen, die verloren gegangen sind durch die zerstörten Lasertürme, gleicht das auch nicht aus. Ich sollte die Munition echt nur benutzen, um dahin zu laufen, ein paar Spawner zu zerstören und wegzulaufen. Das ist jetzt der Plan. Wo sind meine Beine? Ich hatte Beine gebaut, das weiß ich. Oder wollte ich Beine bauen? Ich sehe nirgendwo was gelb leuchten. Bau Beine. Komisch. Achso, und warum... Achso, da ist keine Abdeckung. Billiger Robo-Port. Da. Jetzt haben die Constructor, die alle Bots auch sehr viel zu tun. Vor allem, wie viele Königinnen sind hierbei? Mal gucken. Die sahen irgendwie ganz komisch aus. Die konnte ich nicht wirklich auseinanderhalten. War so komisch pink. Du? Nein, du bist ein Berserker. Ne, oh, ich habe schon... ich habe schon wieder zu viele Eier dabei. Dim. Das ist echt krass. Ja, gut. Also die bitte alle einsammeln. Eventuell kommt der hier oben nicht ran. Das müssen wir dann gucken. Jetzt würde ich aber ganz gerne die Beine da hin tun und bin jetzt hoffentlich schnell genug. Und das Schild würde ich auch noch ganz gerne einbauen. So. Die Schilde eigentlich auch noch. So, und jetzt will ich nur hochgehen und den Spawner da töten. No, Mist. Warum bin ich so langsam plötzlich? Nein, 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 nein. Okay. Unerwarteter Nebeneffekt. Irgendeiner der Beißer kann verlangsamen. Welcher Autosave ist der letzte? Du. Ja, setze den Robobot bitte nochmal. Ach, hast du schon, ja. Okay, das kam echt unerwartet. Also ja, sie machen viel Schaden. Dessen war ich mir bewusst. Ich dachte, ich könnte da einfach schnell genug weglaufen. Aber ich wurde dann halt von denen gebissen und dadurch irgendwie verlangsamt. Aber na gut, ich speichere jetzt erstmal ordentlich ab und wir sehen uns gleich wieder.